Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Klagemauer TV aus dem Studio Münster. In den letzten Wochen berichteten die Medien wiederholt von Protesten gegen das Rote Kreuz und von gewalttätigen Angriffen auf deren Mitarbeiter. Nach der Ermordung von Ebola-Helfern in Guinea mahnte das Internationale Rote Kreuz, ich zitiere, Angriffe wie diese, hervorgerufen aus Frustration und Angst vor der Krankheit, sind nicht akzeptabel. Nun sind verschiedene Stimmen aus Afrika laut geworden, die eine völlig andere Darstellung vermitteln. Zwei von ihnen möchten wir heute zu Wort kommen lassen. Nana Kwame, Mitbegründer und Geschäftsführer einer Architektur- und Ingenieurfirma in Ghana, schreibt auf seiner Facebook-Seite den Sachverhalt aus seiner Sicht. Ich zitiere Nana Kwame. Die Leute in der westlichen Welt müssen wissen, was hier in Westafrika passiert. Sie lügen. Ebola als Virus existiert nicht und wird nicht verbreitet. Das Rote Kreuz hat aus vier ganz bestimmten Gründen eine Krankheit in vier bestimmte Länder gebracht. Diese Krankheit bekommen nur die, die Behandlungen und Injektionen vom Roten Kreuz erhalten. Darum haben die Liberianer und Nigerianer angefangen, das Rote Kreuz aus ihren Ländern hinauszuwerfen und in den Nachrichten die Wahrheit zu berichten. Nun zu den Gründen. Ich zitiere Nana Kwame weiter. Grund 1. Diese durch Impfstoff eingebrachte, Ebola genannte Krankheit wurde in Westafrika mit dem letztendlichen Ziel eingeführt, Truppen auf das Gebiet Nigerias, Liberias und Sierra Leones zu bringen. Truppen nach Nigeria, um die neuen Öllagerstätten, die entdeckt wurden, auszubeuten. Nana Kwame fährt fort, dass man ebenfalls einen Grund brauche, Truppen nach Sierra Leone zu bringen, um den Streik der Arbeiter der Diamantminen gewaltsam zu beenden. Mit so etwas wie Ebola sei es nun möglich, Truppen gleichzeitig zu schicken, um an die Bodenschätze beider Länder zu kommen. Nun zu Grund 3. Ich zitiere, über das Stehlen des nigerianischen Öls hinaus und Sierra Leone zurück in die Minen zu zwingen, werden zusätzlich noch Truppen geschickt, um auch die Afrikaner zum Impfen des tödlichen Ebola-Gifts zu zwingen. Die waren nämlich nicht so dämlich, die Impfung freiwillig zu machen. Indem immer mehr Berichte erscheinen wie in Liberia, die die Bevölkerung über die Lügen und die Manipulation der USA informieren, weigern sich immer mehr Afrikaner zum Roten Kreuz zu gehen. Die Truppen werden die Leute zum Impfen zwingen, um auch sicherzustellen, dass es sichtbare Beweise einer Ebola-Seuche gibt. Überdies schützen sie das Rote Kreuz vor den Liberianern und Nigerianern, die es zu Recht aus ihren Ländern rauswerfen. Nun zu Grund 4. Ich zitiere. Nicht zuletzt wird das Auftauchen dieser Ebola-Pandemie benutzt, um unzählige Millionen aus lauter Angst in eine Ebola-Impfung zu treiben, die in Wirklichkeit selbst die Pandemie ist. Würde Ebola sich wirklich von Person zu Person verbreiten, anstatt durch kontrolliertes Verbreiten durch die Impfung, warum würden CDC, das ist die amerikanische Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention, und die US-Regierung weiter Flüge in und aus diesen Ländern ohne jegliche Regulierung erlauben oder überhaupt noch erlauben? Wir müssen endlich nachdenken und die Informationen darüber mit der ganzen Welt teilen, weil sie nicht die wahre Sicht der Menschen wiedergeben, die hier in Westafrika leben. Soweit der Facebook-Eintrag von Nana Kwame. In den USA wurde seine Facebook-Seite übrigens bereits 2 Tage nach Erscheinen dieses Artikels gesperrt. Als zweiter Zeuge ist die Daily Observer zu nennen, die größte Zeitung Liberias. Unter anderem berichtete die Daily Observer bereits am 8. Februar 2014, dass ein Mann verhaftet wurde, als er versuchte, Formaldehyd in einen Brunnen einer Gemeinde einzubringen. Er hätte gestanden, dafür bezahlt zu werden und dass er nicht der Einzige sei. Der liberianische Staatsrundfunk berichtete, dass mindestens 10 Menschen in einer Gemeinde nach dem Trinken des Wassers aus dem Brunnen gestorben seien. Der Mann behauptete auch, dass einige Wasserunternehmen, insbesondere solche, die Mineralwasser zum Verkaufen abpackten, ebenfalls beteiligt seien. Das Gift, sagte er, produziere Ebola-ähnliche Symptome und töte anschließend die Menschen. Die Daily Observer sei zudem darüber informiert worden, dass Personen als Krankenschwestern verkleidet mit Ebola-Impfstoffen in Gemeinden gehen. Nach der Injektion würden Ebola-ähnliche Symptome auftreten und kurz danach fallen die Opfer ins Koma und sterben. Nachdem in einem Dorf 10 Kinder nach einer Impfung gestorben seien, hätten sie die Impfstoffhausierer bei ihrem nächsten Besuch aus dem Dorf verjagt.
Soweit diese beiden Gegenstimmen aus den Mainstream-Medien aus den direkt betroffenen Ebola-Gebieten in Westafrika. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Wir enden unsere Sendung mit einem bekannten Zitat von Mahatma Gandhi, das als Titel auf der Facebook-Seite von Nana Kwame zu sehen ist. Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.